Ladies and Gentlemen, willkommen zum jetzt viertletzten Rennen der Saison in Brasilien. Jetzt haben wir's. Und es soll regnen. Oder auch nicht. Nö. Sehe ich nicht. Auch Q3 kein Regen. Ah, das ist mal hier eine Profi-Vorhersage. Da freuen wir uns auch alle. Gut, alles klar. Let's go. Park Femme passt. Fliegende Runde. Bei 92%, glaube ich. Also Gegnerstärke. Diesmal vergesse ich es nicht, die fürs Rennen wieder umzustellen. Hoffe ich zumindest. Und dann gucken wir mal, dass wir in Q2 kommen. Erstmal. Beziehungsweise in die Nähe meines Teamkollegen am besten auch schlagen. Nicht ins Gesicht, sondern zeitentechnisch natürlich. Das war eine kurze Runde und eine gute Runde, bis auf die eine Kurve. Die habe ich irgendwie. Da war ich zu spät auf der Bremse. Eine 1,61. Joa. Ich denke, meine 1,5 ist da noch irgendwie drin. Max macht eine 1,5. Oh, ich bin sehr nah an Max dran. Vielleicht sollte ich doch wirklich dann ab Australien dann das Qualifying wieder was höher gehen. Zweiter. Dritter, vierter, fünfter, sechster. Ja gut, okay, die beiden Top-Teams vor mir. Ein Ferrari. Aber guckt euch mal den Zeitunterschied an. Das ist ja nix. Das ist so eng zusammen. Ja, Joe, 5 Zehntel nur langsamer. Das ist okay. Irgendwelche Überraschungen? Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal ganz kurz. Nö. Der übliche. Weiter. Gut, zwei. Soll ich es mit gelben versuchen? Nein, nein. Oder? Ja, die Runde war nicht so clean. Etwas hakelig. Oh, und trotzdem 2 Zehntel schneller. Okay. Hätte ich es nicht gedacht. 1,4 Sekunden schneller als der Teamkollege. Was ist denn jetzt hier kaputt? Also bei 100 war das immer andersrum irgendwie. Ja, okay. Na, da ging es noch nach hinten. Oh, und Joe war noch mal schneller. Joe, oh, Joe ist weiter. 5 Sekunden. 5 Sekunden, genau. Eine halbe Sekunde. Okay, wir nähern uns wieder an.
Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Vielleicht 93. 94 Australien. Ja, bin ich ganz so gut. Versuche ich mal mit 93 Australien. Es regnet. Jawohl. Ich habe keinerlei Erfahrung im Regen jetzt. Das ist. Aber hey, ich freue mich immer über Regen. Ich liebe Regen. Und das ist in keinem Fall sarkastisch gemeint oder ironisch oder such dir was aus. Das Setup ist natürlich jetzt überhaupt nicht auf Regen optimiert, ne? Oh. Also falls ich mich jetzt maule, 10. bin ich auf jeden Fall. Da nimmt mir keiner mehr weg. Juhu! Da hätte ich fast den Max gemacht. Oh, was mache ich denn da? Was war das denn? Super, ey. Ich habe nichts gesehen, da waren Regentropfen auf der Linse. Zählt nicht. Warum Regen bin ich schlechter jetzt? Komisch. Oh, die Runde kann ich auch vergessen.
Scheiße! Ah. Jawohl. Just 30 seconds left in the session. Nee, das war's. Siebter. Von 1 auf 7, das ist belastend. Wahrscheinlich nur ganz knapp. Die anderen hatten frische Reifen. Vielleicht hätte ich nochmal reinkommen sollen, ich weiß es nicht. Aber siebter ist okay. Joe müsste ja eigentlich auch noch irgendwie da mit rumhängen. So um den... Boah, Joe ist weit 13. Okay, das ist echt ganz knapp. Okay. Das ist doch schön, passt doch ungefähr. Das passt doch. Ja, Checo, klar. Mein Red Bull, die sind vor uns. Was erwarten die? Dass ich jetzt Red Bull schlage? So, ganz wichtig. Ich hab's nicht vergessen. 100. Und dann können wir ins Rennen gehen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid,
We have Hamilton, Perez, Charles Leclerc, the owner driver, Norris, Ricardo, Fernando Alonso, and Esteban Ocon, Vettel, Gasly, and Guan Yu Zhou. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Sainz, Russell, Latifi, Kimi Raikkonen, and Antonio Giovinazzi, Stroll, Mick Schumacher, Mazepin, and Yuki Tsunoda. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. So, wieder Strafversetzung, das heißt eine Position nach vorne. Wunderbar. Wir fahren auf Rot los, weil wir keine andere Wahl haben, fällt mir gerade so ein. Da war ja was. Rot-Weiß, sagt er mir. Ja. Mit dem Regen wird es lustig. Schauen wir mal. So, da der Regen kommt, werde ich hier definitiv weniger oder so. 36, das passt schon irgendwie. Und dann let's go. Let's go racing, boys. In der Hoffnung, dass hier alles gut geht. Alter, ich hasse diese KI, ne? Die fährt wieder da rein, wo es... Wo keine Lücke ist. Links war keine Lücke. Also das war jetzt Red Flag, Neustart. Der zieht aber auch durch. Na gut, dann machen wir den Move. Alter, wie schnell sind die? Überhaupt gar keine Chance am Anfang. Ui! Das passiert, wenn ich versuche, hinten dran zu bleiben. Boah. Die ziehen mir sowas von weg. Der ist aus dem DS-Fenster raus. Ey, was die für einen Druck machen hier, das ist gerade der Wahnsinn. DRS will be enabled this lap. You can use it when within one second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, Jeff, du bist lustig. Da bin ich längst raus, da habe ich gar keine Schnitte gegen. Die Tür habe ich zugemacht. Race
Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. 10 minutes wäre gut. Das wäre noch vor dem Boxenstopp vom ersten. Krank, wie schnell die sind, das ist nicht mehr normal. Ich habe null Chance. Dabei ist es egal, in welchem Sektor, merke ich. Echt, die sind 3,5 Sekunden weg. Ich halte alles auf hinter mir. Aber was gerade auffällt, mein Teamkollege hält auch alles hinter sich auf. Ja, der ist auch nicht schneller. Liegt am Auto. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. Dries seem like the best tire for now. Jetzt ist was? Jetzt ist ETA 15 minutes? Der hat vor 5 Minuten gesagt 10 Minuten. Was ist das für eine scheiß Vorhersage? Green flag. Mein Teamkollege ist raus. Nee, er hat schon gedreht. Oder ist langsam? I don't know. Also mit den Roten werde ich dann nicht bis zum Regen kommen. Das ist schon mal glasklar. Ey, die machen... Ey, ich habe 0,6,5 Sekunden, die cheaten doch. Wie geht das? Oh. Runde 15 bis 17 soll ich reinkommen.
sure we think you're going to start losing some tire grip around now. Ich bin aus dem DS-Fenster raus, ich hab's geschafft. Oh, die ersten fahren in die Box. Da geht es nur noch ein paar Runden. Jetzt darf verstehen wir einer die Wettervorhersage in der Lagers. We're approaching the pit window. You'll be on the hard. Und er ist wieder drin im DS-Fenster. Na prima. Aber ich habe auch keinen Grip mehr. Ich verliere jetzt massiv an Dingens. Die fahren echt auf hart raus. Sind die doof? Oder die sind ganz schlau und der Wetterbericht ist komplett falsch. To pit this lap, so push now. Guan Yu is coming in for his stop. Wie schnell der Mercedes ist!
Der ist illegal, ich sage dir. Wie schnell der raus beschleunigen kann. Was war das denn jetzt? Was? Okay, der hat DRS, schon klar. Das ist krank. Ich habe keine Reifen mehr. Ich hoffe jetzt auf den Regen, dass der so früh wie möglich kommt. Es wird schon duster. Und Verstappen ist gleich schon da. 1,72. 1,93. Jo, 2 Sekunden. Und ich habe den noch aufgehalten. Nee, habe ich gar nicht. Mensch, wo bleibt denn der Regen? Verstappen ist da. Auch weiß. Abnormal. Hamilton, fast vier Sekunden schon weg. Oh ja, die Reifen. Oh, die Reifen sind aber richtig fratze. Dry seem like the fastest tire at the moment. Oh, Jeff, ich hab nicht gefragt, was der beste Reifen ist, sondern wenn der Regen kommt. Ey, ist der dumm oder was? Expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ah, ist der durchgekommen? Ey, da war kein Platz. Und jetzt hört. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Regen ist da. Okay, dann stellen wir schon mal um auf Inters. Eine Runde geht noch. Oje, gar keine Chance.
Oh mein Gott. Okay. Hat er mich rausgeschoben? Okay, ich habe ihn rausgedrängt. Ich habe ihm keinen Platz gelassen. Die fahren rein. Warum sagt Jeff nichts? Der sagt immer was. Der labert mich die ganze Zeit voll. Der labert mir eine Frikadelle an die Backe. Jedes Mal. Für jeden Scheiß sagt er mir was. Aber jetzt, wo sowas passiert, da sagt er mir nichts. Die fahren auf Inters. Das kann nicht wahr sein. Wie dumm ist dieser Scheißingenieur eigentlich? Jeff, du bist so ein Vollidiot, ey. Ganz ehrlich. Jetzt sagt er das, wo alle drin sind. Meine Fresse, ist das ein Idiot. Ja, Jeff, halt die Schnauze, du Vollidiot. Ey, das sind... den haben sie doch von der Ferrari-Abteilung hierhin abgeschoben. Kannst du mir nicht erzählen. Have now disabled DRS. DRS is now disabled. Guan Yu is in the pits. Guan Yu in the pits. Fällt mir nichts mehr zu ein. Jetzt habe ich wahrscheinlich richtig hart verloren. Release, release. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Na, mindestens mal zwei Plätze verloren. Danke, Jeff. Also die McLaren sind schneller als ich.
Aber nicht mehr so extrem viel schneller im Trocknen. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Ich hab keine Rare. Jeff, jetzt sagst du mir schon wieder irgendwelche Sachen, die total irrelevant sind, weißt du? Aber das mit den Reifen, das sagen wir nicht. Jeff, ich höre nicht mehr auf dich. Du kannst mich ab jetzt mal. Ich halte dich aus. These conditions look pretty terrible, but that water is draining away. I think the intermediate is going to stay the tire of choice for a while yet. Oh, Jeff. Was soll ich dazu noch sagen? Ui, ui, ui. Ja, Verwarnung sicher. Das war eine Feuer. Natürlich, Spiel. Ist klar. So, letzte Runde. Sah die ganze Zeit so aus, als ob ich noch irgendwie aufholen könnte. Aber jetzt hat sich das Blatt gerade wieder gewendet. Jetzt zieht vorne der wieder weg. Ganz leicht. Und hinter mir, der kommt näher ran. Ich
habe das Gefühl, als ich so ein bisschen stärker geregelt hatte, da hatte ich einen Vorteil, aber das ist jetzt hier vorbei. Egal, sechster Platz ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Aber schön zu sehen, die Unterschiede im Regen und im Trockenen. Im Trockenen gar keine Schild, die ziehen mir weg, Sekunde pro Runde gefühlt. Und im Regen hat sich das alles wieder so normalisiert. Da sind sie nur ein Ticken schneller. Sekunden, Alonso ist ganz weit weg. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Von 6 auf 6, keine Position gut gemacht. 22 Sekunden am ersten. Anthony Davidson. Joe ist raus, weiter. Ja, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann und Perez als Rivalen wählen kann, aber ich hatte keine andere Wahl. Also ich hatte schon eine andere Wahl, aber die anderen wären auch nicht besser gewesen. Naja, ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Oh, und hier gibt's, ich sollte vielleicht doch die Sachen beantworten, auch wenn es Mist ist. Naja. Unsere Einnahmen liegen deutlich über unseren Ausgaben. Ja, wir sollten mal schauen, wo es Gelegenheiten gibt, diese Gewinnspanne gut anzulegen. Ja, und ich weiß auch schon was. Jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das machen wollte. Ich glaube, Chassis war es. Chassis oder... Ja, wobei, es ist völlig egal, wo. Geben wir hier die 14 Millionen aus. Perfekt. So, dann gucken wir, dass wir hier noch den Rest machen. Einmal die Rotoren bitte. Okay, das wird nicht funktionieren, weil das alles zu teuer ist. 500 haben wir noch. 245, 250. Nö, nö, nö. Schade. Aber da kriegen wir locker hin diese Saison. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Habe ich jetzt hier alles? Gefährdete Teile 0. Oh, okay. Gut. Dann noch schnell die Aktivität. Oh, da können wir ein paar mehr machen. Sehr schön. Machen wir das. Dann machen wir nochmal 10% auf Chassis. Dann machen wir nochmal... Nein, auf gar keinen Fall. Fürs Team und ja, einen Tag haben sie wieder frei. So gnädig bin ich dann mal und weiter. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennen und die brauchen so. Wir haben Probleme, unseren Zeitplan einzuhalten und das fängt an, sich auf die allgemeine Produktivität auszuwirken. Können wir irgendwas tun, um das Arbeitsvolumen zu reduzieren? Vielleicht können wir auch mehr in eine Abteilung investieren, damit es leichter wird, die Frist einzuhalten. Investieren, Geld minus 50k, Arbeitsvolumen reduzieren, Ressourcenpunkte minus 750. Auf gar keinen Fall. Solche Entscheidungen können manchmal schwierig sein. Ja, ja, die war gar nicht so schwierig. Die war gar nicht so schwierig. Achso, weiter. Ah, laufende Kosten. Aber ich glaube, ich habe auch 1 Million bekommen oder so. 2,6 Millionen, ja, easy. Ganz kurz mal aufs Fahrzeug gucken. Das sieht alles super aus. Aber ob das bis zum Ende hält, bezweifle ich leider. 58%, 30 easy, 20 gar kein Problem, 43 sollte auch kein Problem sein, 26 gar kein Problem, 47, der Verbrennungsmotor macht mir Sorgen. Ich glaube, da werden wir nochmal eine Strafposition oder eine Gridstrafe in Kauf nehmen müssen, aber das schauen wir dann zum Rennwochenende in Australien. Wie gesagt, sehr ungewohnt, dass die hier hinten ist. So, das Wetter ist bombastisch. Ich werde jetzt noch, bevor ich es beim nächsten Mal vergesse... Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Ach, 4, ja. Entschuldigung. Simulation. Und dann gehen wir mal auf 93 in Australien. Und dann sehen wir uns eben da wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.